So, dann komme ich gleich zu dir wegen... Wegen? Der, dem Villager, Villager-Mobs. Irgendwas war doch drüben im Dorf. Ach so, ja. Ich bin aber nicht im Dorf. Und ich bin auch nicht zu Hause. Was? Na, Netherite. Ach so. Ach, hast du den Helm jetzt endlich bekommen? Ja. Mit allem? Nee, nicht ganz. Was nicht? Das wäre sonst zu viel gewesen. Protection ist auf 3 und Respiration ist auf 2. Was sollte ich jetzt eigentlich drüben noch mal... Ach so, ja, hier wegen Dingsbums. Wegen dem Farmer war das doch. Genau, weil der die ganzen Seeds kompostiert. Das krieg ich mal schon hin. So. Du bist schon wieder im Nether oder unter Tage? Im Nether wäre ich auch unter Tage, aber nee, ich bin nicht im Nether, ich bin unter Tage. Der Darkus Farmen. Ein bisschen mal. Ja, ich muss später auch nochmal unter Tage gehen. Das mache ich aber wieder per Timelapse, denn ich muss auf meine 50 XP im Schild wiederkommen. Plus natürlich so viel wie es geht für irgendwann mal einen Trident, wenn ich einen kriege. Oder Armbrust erstmal. Oder Armbrust. Ich bin sowieso froh, wenn ich durchs Mine überhaupt im Plus bin. Von den Leveln her. Na, was gehst du? Hast du deine Mending-Rüstung an? Nicht nur die. Ich hab. Ah ja, und ein Mending-Picket. Aber die Rüstung ist bei mir voll, weil ich ja nicht kämpfen war. Naja. Bist du irgendwo selber dran schuld, wenn du eine Mending-Picke mit runter nimmst? Also wenn du wirklich XP farmen willst, dann nimm eh nur ohne Mending mit. Hast du heute selber gesagt? Ich gehe ja nicht XP farmen. Aber hast du heute selber gesagt? Ich habe auch keine XP-Probleme, ich habe bald 100 Level. Es leckt, wenn ich zum Dorf komme. Ich habe übelst die kleinen Ruckler. In der Strecke, meinst du? Ja, also da, wo fährst. Da, wo vorher immer unser Stopppunkt war. Ja, das kenne ich auch, aber das ist nicht so wild. So, jetzt kann ich das hier erstmal wieder laut machen. So. Ja, gut. Scheiße, war das knapp. Danke. Nee, da war ich los. Nö, die Dinger sind zugebaut und die farmen. Wie, die sind zugebaut? Ich hab Trapdoors jetzt ringsum gesetzt. Und der eine hat trotzdem hier abgeerntet gerade. Okay. Kann ja mal gucken. Machen die weiter? Ich hatte die ja nur außer Reichweite gestellt. Also über die. Und dann sind sie da hingelaufen beim nächsten Mal. Och nee, die kommen durch die Trapdoors durch. Oder habe ich mich jetzt verguckt?
Ja, die kommen durch die Trapdoors durch. Also neue Idee. Eine Idee habe ich da aber noch. Alter, sind das viele Seeds hier drinne. Ich hatte mal ein bisschen was mitgenommen. Weil immer wenn ich da bin, muss ich den Inventar ja wieder auffüllen. So machen. Naja, das Problem kann aber jetzt auch sein, dass die vielleicht schon Brot drin haben. Glaube ich nicht. Ich hatte ja immer, wenn ich drin war, habe ich die wieder komplett voll gemacht. Okay. Außerdem, wenn die Brote hätten, würden die ja Kinder machen. Ich weiß nicht, wie viele ihr hier vorher hattet. Hey, draußen? Ja. Findest du nur Farmer? Ja, wie viele ihr vorher hattet? Ich weiß nur von ihnen. Drei. Okay, das sind immer noch drei. Außerdem, das wären ja dann Leute ohne Beruf. So, ich habe das jetzt mal ein bisschen safe gebaut. Gucken, aber das Feld ist ja übrigens voll gewachsen und wirklich viel machen sie trotzdem nicht. Das war schon vorher voll. Ja, wie gesagt, da wollte ich ein paar mehr Villager noch hinsetzen. Damit das ein bisschen mehr, ja, mehr Power hat. Weil die ernten irgendwie gefühlt nur ihre vorderen Felder ab, weil sie in der Zeit schon wieder nachgewachsen sind. Ich kann ja hier immer noch ein bisschen Brot hinwerfen. Wir haben ja noch welche, die Platz haben. Also hier noch. Welche zum Bumsi-Bumsi machen. Mhm. Und jetzt ist natürlich nachts, sehr schön. Los, bumst und macht. Ja, ihr schlaft schon fast zusammen. Bumst und macht Kinder, ihr Hunde. Nehmen die doch von drinnen eins raus. Nee, ich meine die zwei Villager hier. Es ist eh grad Nacht. Die pennen gerade. Draußen, die Villager können sich nicht hinlegen. Die arbeiten aber auch nicht mehr weiter, leider. Ernte ich mal ganz kurz ab hier. Zumindest ein bisschen was. Na komm, setz Seeds hin. Guck nicht so einfach nur auf das leere Feld, du Hund.
Hab ich das jetzt? Nee, der sammelt kein Weizen ein. Ich wollte schon sagen. Wenn das zählt, darf das sofort gehen. Dann holen wir uns einen neuen. Ich gucke gerade nach dem anderen hier. Nee, sammelt auch kein Weizen ein. Aber Seed sammeln sie wieder ein. Ja, der eine hat einen kompletten Slot frei. Jetzt ist er voll. Wie gesagt, passiert leider immer wieder mal. Wir warten es jetzt mal ab, bis Tag ist, ob sie dann was machen. Weil normalerweise ist ja, jetzt eine Zeit, wo Nacht ist. Leg dich einfach schlafen, dann haben wir schon Tag. Warum ich? Ich bin immer noch in der Mine. Dann nimm ein Bett mit. Sollte ich? Du stehst neben den ganzen Betten von den Villagern. Ich werde mich in kein Villager-Bett legen. Oben ist ein extra Bett dafür. Warum so pingelig? So. Jetzt geh die Samen da verteilen, du Arsch. Wir gucken sich nur dämlich an. Die gehen immer an die Kackwand vom Haus. Das heißt, wenn die eingebaut sind, arbeiten die nicht mehr. Oder? Ihr habt gesagt, wenn die Dinger eingebaut sind, arbeiten die nicht mehr. Eingebaut weiß ich nicht. Ich habe sie nur aus deren Reichweite genommen. Ja, weil ich jetzt ein Dings drum gemacht habe. Iron Fans, dort wo die sind. Mit gutem Abstand. Und die gucken sich halt mit dem nicht an, laufen ein bisschen rum. Ach so, ja, dann... Wenn sie, dann machen sie nichts mehr. Das merkst du sofort, wenn sie nur rumstehen. Dann haben sie keine Reichweite mehr dazu. Ja, was heißt rumstehen? Laufen tun sie schon. Ja, aber sie arbeiten nicht mehr. Das merkt man sofort. Was ist, war das gerade? Oh. Doch, der hat abgeerntet. Okay. Aber es dauert Ewigkeiten. Der hat auch abgeerntet. Da auch, da auch. Jetzt geht. Jetzt legen sie aber los. Holy. Aber nachsetzen tun sie hier irgendwie nicht. Also hier müssen noch welche hin, das steht fest. Yep. Da müssen noch welche. Sonst ja, gut. Kannst du mal schauen, in unserer Baukiste da, die draußen steht, ob da noch Komposter drin sind? Mach ich gleich. Ich habe hier gerade einen Baby-Villager rumpümmeln sehen. Der läuft natürlich jetzt Gefahr, hier rauszurennen. Ne, es sind keine Komposter mehr, aber ich glaube, ich habe sogar noch welche bei mir. Okay, ich komme rüber und hole sie. Ja, warte, ich bin gerade schon auf dem Weg. Nur so. Ich gehe durchs Nether-Portal, da bin ich schneller.
Durchs Netherportal bin ich schneller. Show, show, show. Hier habe ich einen. Ich kann auch gerne noch schnell ein paar herstellen. Das ist nicht das Problem. Doch, COM. Habe ich noch nie gecraftet, deswegen habe ich kein Rezept dazu. So. So. So, 5. 6. Gehst du jetzt dauerhaft immer hier runter traden? Nicht immer, ne. Wollte schon sagen, dafür war es nicht gedacht. So, eingesperrt. Allein dafür war es nicht gedacht. Nee, aber dass du eine Privatfarm hast. Aha. Es steht ja nicht in den Regeln, dass es verboten ist. Das nicht, aber wir haben von Anfang an gesagt, wir bauen eine Gemeinschaft auf. Ja, ist doch. Ich bin gerade auf dem Weg. Ach so. Ich brauch da nicht so lange. Boah, Alter, du gehst mir jetzt auf den Sack, ey. Schreibt schon wieder. Ja. Wir könnten ruhig mal andere Frauen schreiben, aber nee, es ist immer die eine und selbe. Nee, nee, nee. Das und das haben wir. Die Dinger brauche ich hier überhaupt nicht. Die kann ich hier rauswerfen. Jetzt leckt es nicht, wenn ich dahin fahre. Interessant. Wer weiß, wer weiß. Noch eins. So. Das eine Arschloch soll jetzt mitkommen. Weißt du, wie man den Beacon eigentlich umstellt? Wie? CP2 hat den ja auf Haze gestellt. Und da ja, nicht da einfach, den wieder auf Speed gestellt. Einfach ein neues Ding reinsetzen. Neues Ding reinsetzen? Du hast ja die Auswahl zwischen Eisen, Dia, bla 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 und genau. Sowas. Und da kannst du das dann auch noch auswählen extra. Okay, hat bei mir irgendwie nicht funktioniert. Wieso? Auf was willst du es denn stellen? Wieder auf Speed. Geh da rein.
Das Villager, wir fahren eine Runde Boot. Perfekt. So, der vierte Villager ist jetzt hier draußen. Auch schon Farmer? Nee, wird er gleich. Und hier ist ein kaputtes. Warte mal, bevor du es machst, hast du schon die 9 Stack Seeds im Inventar? Oh, nee. Siehst die da? Brauchst du unbedingt vorher, weil sonst kannst du ihn gleich klatschen. Hatte ich einmal das Problem, dass er sofort zum Feld gerannt ist, was abgeerntet hat und dann war unbrauchbar. Da war ja was. Das hast du jetzt nicht ernsthaft gemacht, du Arschloch. Das. Was ja, gute Frage. Wie soll ich den klatschen? Ich werde den jetzt ganz ehrlich nicht hauen. Ein Lava-Eimer. Ist ja. Ist irgendwo in den Kisten. Nee, eben nicht. Den können wir jetzt sowieso umbringen. Was hast du gemacht? Der hat. Ohne dass der einen Beruf hat, hat er ein Feld abgeerntet. Was? Ja! Und hier ist kein Lava-Eimer. Ich komm. Hier sind auch zwei kaputte Felder. Ich frag mich warum. Ich werf jetzt trotzdem mal. Wie viele Stacks Seeds waren das? 9. 9. So viel Platz habe ich hier gar nicht. Ja, aber wie gesagt, wirf dem. Ist ja Verschwendung, wenn du dem die jetzt zuwirfst. Die droppen ja nicht wieder. Das ist erstmal egal. 1. Ist ja nicht egal, wenn er das Feld abgeerntet hat. Hat er ja schon weit im Inventar. 3. 4. 5. Ja, hat auch aufgesammelt. 6, 7, 8, 9. An Seeds kommen wir so schnell wieder ran. Das. Das. Ha! Den können wir definitiv keilen. Der hat nur 7 aufgenommen, denn der hat ja noch Brot von Anfang an drin. Der Dulli. Das war ja eher zum Bumsi-Bumsi machen. Brot ist außerdem ja nicht so wild. Brot ist schnurzpiepsegal, wenn er es drin hat. Also dann Rainer, bist du einer, der hier bumsen darf. Ausnahmsweise. Los, geh da rein. Ich glaube sogar Brot haben die alle. Im Inventar. Ey, willst du mich verarschen? So. Guck mal, ob ich das hinkriege. Ja, ich bin mit ihm wieder drin. Kein Kommentar, wie du es machst, ey. Warum? Der geht doch automatisch bei Nacht zu seinem Bett. Hättest nur eher aufbauen brauchen. Nee, ich habe ja die Tür auch schon aufgemacht, der ist da nicht reingegangen. Ja gut, ich habe es nur normalerweise raus geht's auf jeden Fall. Da stelle ich mir einfach in die Tür, stell draußen den Komposter hin und der läuft raus. Ja, der nicht. Ich hab's ja versucht. Wieso fehlen da oben immer das Zuckerrohr? Wer kreuzt sich das immer? Gute Frage. Das kann ja nur ein Ei gewesen sein. Ausnahmsweise heute ja. Ja gut, CO2 weißt du nicht. Das oben ist nur eine Zuckerkiste für Bibliothekar hochtraden. Also nicht für den normalen Verbrauch. So, mach mal Platz, da ist Tag gemacht. So. Daumen, da sammeln wir immer das Zuckerrohr drin. Darko, komm mal mit. Was, wie wo? Da hinten ist ein Elevator, ja, mit dem kannst du in die zweite Etage fahren.
Ich leg mich nicht oben in die extra Etage wegen dem Scheiß. Doch. Echt, ey. Außerdem ist da oben auch das Netherportal. So, die machen schon wieder Bumsi Bumsi, ja. Ja, die haben ein halbes Deck Brot in Dus. Zumindest der eine. So, ich brauche einmal das da, genau. My love is a fire.